Hallo meine lieben Leute da draußen und herzlich willkommen. Mein Name ist Mr. Ungeklickt und ihr seid hier auf meinem YouTube-Channel, offensichtlich, meinen ersten eigenen YouTube-Channel. Und wir schauen heute gemeinsam ein Video an, was ich mir hier herausgesucht habe. Was heißt herausgesucht habe? Also ich habe es irgendwie gerade vorgeschlagen bekommen von YouTube und es sieht nicht so gut aus auf dem ersten Blick. Es scheint irgendwie eine Muschel zu sein. Es ist auch irgendwie was auf, ich glaube, Koreanisch geschrieben. Und wir werden uns das mal gemeinsam anschauen und mal gucken, wie wir darauf reagieren können. Also das Einzige, was ich aus dem Video herausgelesen habe, dass es ASMR ist. Und ich weiß nicht, viele von euch kennen, glaube ich, ASMR. Das sind halt so Videos bei YouTube, die so eine bestimmte Stimme hervorheben oder ganz leise mit euch sprechen und so. Meistens vorwiegend auch von Frauen gemacht. Da gibt es wohl irgendwie eine großen Bedarf bei vielen, so etwas vielleicht auch zum Einschlafen sich anzuhören oder es sind halt auch bestimmte Fable, die da vielleicht bedient werden. Und und hier geht es sich bei diesem ASMR-Video scheinbar um Essen, Muscheln, was immer, wobei die sieht schon ein bisschen älter aus, aber ich kenne mich nicht aus mit Muscheln, deshalb, ich habe noch nie Muscheln gegessen. Meine Haare, wie ihr vielleicht sehen könnt, wir stecken mitten in der Pandemie, die Friseure haben zu, also nimmt es mir nicht so übel, dass ich mich hier so fertig gemacht habe. Das war das Beste, was ich rausholen konnte in dem Moment. Hören wir doch mal rein, mal schauen, wie lange ihr damit aushalten werdet mit mir, weil, ist ein bisschen bizarr, wie das hier aussieht, oder? Also wir hören noch mal rein hier. Ich finde ja schon mal die Musik sehr lustig, das ist irgendwie so wie so eine Art Kinderfilm. Irgendwas wird angekündigt. Okay. Oh. Schleimige Angelegenheit. Ich finde das schon mal gut, mit Handschuhen hier zu arbeiten. Ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit, auch irgendwie etwas mit irgendwelchen Löffeln umzurühren und so. Mit Handschuhen geht es halt einfach wirklich convenient, ne? Einfach rein in die Pansche. Das ist natürlich vorteilhaft. Das sind irgendwelche Nudeln. Das ist, glaube ich, eine Fischsoße. Da brodelt's schon. Okay, das sieht irgendwie aus wie Gedärme oder irgendwie sowas. Okay. Nochmal schön anbraten. Ein bisschen Gewürze rein, damit das auch richtig schön schmeckt am Ende. Also noch geht's. Also, es gibt ja Leute, die das wirklich tagtäglich wahrscheinlich essen. Ich gehöre ja nicht dazu und natürlich macht sich da so auch ein gewisser Ekel bei mir auf, weil wenn man das nicht kennt, ne, also wenn man das nicht jeden Tag zu sich nimmt oder von Kindheit an zu sich nimmt, ist das natürlich klar, dass man dann auch irgendwo vielleicht auch einen gewissen Ekel hat. Ne? Ich meine, wir hier in der westlichen Welt, wir essen halt, hier in Deutschland, Schwein und Rind so selbstverständlich. Wie für einen Inder ist ein Rind zum Beispiel ja nicht selbstverständlich zu essen. Und für viele andere Nationen und Völker, Kulturen gibt es halt ein anderes Essen. Nennt sich übrigens Tabu-Essen. Für die Leute, die sich darüber informieren wollen, was in manchen Ländern vielleicht so tabu ist, also tabuisiert wird zu essen und was bei uns völlig normal ist. Ja. Also deshalb, die Leute, die dieses Video schauen und das vielleicht auch jeden Tag essen oder so, fühlt euch nicht angegriffen durch meine Reaktion. Ja. Ich kenne es halt einfach nicht. So. Pilze. Große Pilze. Okay. Das scheint jetzt also fertig zu sein. Ja, sieht auf jeden Fall sehr nahrhaft aus. Und ich glaube, der eigentliche Teil kommt noch mit ASMR und so. Also ich kann es mir jetzt vorstellen, dass jetzt hier live gegessen wird oder so.
Ja, mal gucken, wie lange wir aushalten, wenn das wirklich passiert. Glitschige Geräusche. Ist gewöhnungsbedürftig. Oh, der Pilz. Wow, wie eine Explosion. Ich muss auch ehrlich mal gestehen, ich habe auch gar nicht so die Empfindung dafür, wie sich sowas im Mund anfühlt, ne? Also für die Leute, die schon mal sowas gegessen haben, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es ist. Wie sich das, ist das eher, also wie könnte man das sich vorstellen für Leute, die das nicht gegessen haben? Was für eine Konsistenz hat das im Mund, ja? Das ist sehr interessant. Es gibt übrigens, ich weiß nicht genau, wie sich diese Sache nennt, aber es gibt ja Leute, die können anderen Leuten beim Essen oder nicht zuhören oder beim Schmatzen, solchen Geräuschen. Da gibt es so eine bestimmte Art von Sache, die gewisse Menschen haben und das finde ich sehr interessant. Das wird hier natürlich sehr groß herausgefordert bei diesem Video. Oh, jetzt. Sich so an, als ob man so auf wirklich ungekochten Nudeln kauen würde. Bisschen. Okay. Zumal man muss ja auch sagen, ne, es sieht auch wirklich so aus, wenn man den ganzen Teller jetzt aufessen würde. Ich glaube, dann ist man auch wirklich satt. Also es stopft sehr im Magen, kann ich mir vorstellen. Ich sag mal so, man kann es aushalten, ja. Vielleicht haben viele schon abgeschaltet an dieser Stelle. Ich sag mal so, wir haben jetzt 4 Minuten, fast 5 Minuten das Video uns angeschaut und ja, ich weiß nicht, was jetzt hier noch kommt. Wir können ja mal ein bisschen zappen. Es wird jetzt irgendwie komplett aufgegessen von der Dame hier. Okay. Ich meine, da haben wir jetzt auch keinen Benefit von, wenn wir uns das jetzt hier vollständig geben. Aber es ist schon mal interessant zu sehen oder auch zu hören, wie so gewisse Geräusche beim Essen sich anhören. Und ja, morgen wird es gutes Wetter geben. Die Dame hat das Video aufgegessen. Und ja, also ich finde, wir könnten uns mehr von solchen Videos angucken, wo es irgendwie über Essen geht. Vielleicht auch irgendwie mal ein paar tolle Sachen, also toll in Anführungszeichen, ne? Also ist ja für jeden anders, aber wo halt irgendwelche interessanten Dinge zubereitet, gebacken, gekocht werden. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Peace.